Wir zeigen mit dem Theater Präsent ein sehr aktuelles Stück, nämlich Jeeps von Nora Abdelmaksud. 2021 uraufgeführt in den Münchner Kammerspielen, läuft es dort immer noch und hat jetzt auch den Weg zu uns nach Tirol geschafft. Jeeps ist eine Komödie vielleicht oder ein sozialkritisches Stück. In Jeeps geht es um Erbschaften, um eine neue Erbschaftssteuer beziehungsweise ein neues Modell, wie man Erbschaften vielleicht gerechter verteilen könnte oder genauso ungerecht, wie es jetzt ist. Warum man sich Jeeps ansehen sollte, es ist kein Autostück, aber es behandelt eben sehr schlagende Themen. Es ist ein lustiger Abend, aber auch ein sehr bissiger und vielleicht auch ziemlich radikaler Abend. Auf der einen Seite wollen wir das absurd und humorvoll rüberbringen, aber auf der anderen Seite wollen wir eben auch klar machen, hier geht's echt um was. Also jeder hat hier wirklich Not. Und die einen, sage ich jetzt mal, wirkliche Not, die andere vielleicht mehr gefühlte Not, aber trotzdem ist es eben ein Kampf zwischen allen Figuren. Das Bühnenbild lebt sicher sehr viel vom Licht, das wir kreiert haben. Wir haben unterschiedliche Elemente, die unterschiedliche Formen haben. Spannend ist es immer, im Bühnenbild das Stück zu erweitern oder das Publikum auf andere Gedanken zu bringen oder in andere Richtungen zu bringen oder weitere Richtungen. Also ich glaube, soziale Gerechtigkeit ist sowieso insgesamt ein Thema, was uns im Moment sehr beschäftigt und beschäftigen sollte. Und ich finde, Erbschaft ist gerade in Österreich einfach ein aktuelles Thema, weil Österreich als eins von wenigen europäischen Ländern keine Erbschaftssteuer hat. Und das zementiert einfach soziale Ungerechtigkeit, weil die Leute einfach unterschiedliche Startvoraussetzungen haben. Menschen, die wissen, dass ihre Eltern Geld haben, das sie eventuell mal erben könnten, die gehen einfach mit einer größten Sicherheit ins Leben. Also die wissen einfach, mir kann nicht so viel passieren, weil ich habe immer dieses Backup. Und die anderen, die das nicht haben, die sind einfach automatisch weiter hinten. Also wir freuen uns, wenn ihr kommt. Das Bühnenbild hat die Farbe Orange.